Über die Vor- und Nachteile elektronischer Wahlen und die Zukunft der Online-Demokratie diskutierten der E-Voting-Experte Markus Draxl und der Informatiker Christian Henrich beim Eurac Science Café am 7. Juli. Markus Draxl arbeitet am Institut für Verwaltungsmanagement in Innsbruck und hat uns erklärt, was man unter E-Voting versteht. E-Voting ist eine neue, ein weiterer Wahlkanal. Man kann sagen, es gibt herkömmliche Wahlkanäle, die wir kennen. Ich gehe in ein Wahllokal, beziehungsweise in Österreich, in Italien ja noch nicht, aber in Österreich die Briefwahl als Distanzwahl. Und E-Voting bietet die Möglichkeit, diese herkömmliche Wahl zu ersetzen durch eine Wahl über Internet oder durch Computer, die im Wahllokal aufgestellt sind. Und Sie waren am ersten E-Voting-Projekt in Österreich beteiligt. Worum ging es in diesem Projekt? Es war die Wahl zur österreichischen Hochschülerinnenschaft 2009, letztes Jahr. Es war der erste Versuch in Österreich, das E-Voting als Distanzwahl, quasi als Ersatz der Briefwahl durchzuführen. Diese Wahl ist mit E-Voting durchgeführt worden. Man muss eigentlich sagen, diese Wahlen, weil in Wahrheit bei der österreichischen Hochschülerinnenschaftenwahlen es um mehr als 350 Wahlen sich handelt. Nicht eine einzelne Wahl, weil an 21 Universitäten und in den einzelnen Studienrichtungen gewählt wird. Und da hat man in Österreich versucht, dieses Instrument das erste Mal einzusetzen. Und welche Erfahrungen haben Sie gesammelt? Ja, die Erfahrung ist, einerseits muss man sagen, dass in Österreich die Stimmung gegen E-Voting. Es war eine Stimmung, die gegen das E-Voting da war. Es war nicht einfach, diese Wahl durchzuführen. Vor allem, sage ich mal, die politischen Funktionäre der Hochschülerinnenschaft, die waren dagegen aus unterschiedlichen Gründen. Es ist ja legitim, dagegen zu sein. Die Erfahrung ist die, dass es grundsätzlich funktioniert. Es ist sehr schwer, so ein Projekt oder so eine Wahl durchzuführen, wenn die Stimmung schlecht ist, wenn man sagt, man hat dieses Vertrauen nicht. Ich denke, was die wesentliche Erfahrung ist, dieses Thema müsste, sagen wir mal, sachlicher diskutiert werden. Es bietet gewisse Chancen, es bietet heute auch gewisse Risiken technischer Natur und die gibt es, aber man sollte sachlicher diskutieren und als Zukunftschance sehen für unterschiedliche Zielgruppen, die dieses nutzen wollen. Es gibt Leute, die es nutzen wollen, es gibt Umfragen, die sagen, man kann dem zutrauen, man kann es versuchen und aus dem heraus denke ich, es wäre eine Chance, aber dazu braucht es mehr Sachlichkeit, die ich in Österreich im Moment nicht sehe zu diesem Thema. Und werden die nächsten Wahlen, also der Hochschülerschaft, wieder also mit E-Voting durchgeführt? Nein, da hat es eine Entscheidung des zuständigen Wissenschaftsministeriums gegeben, die nächste Wahl nicht durchzuführen. Ich muss sagen, hat bestimmte Gründe. Es ist einerseits die Frage der Bürgerkarte in Österreich, die noch nicht so eine Durchdringung hat. Das ist ein Hindernis in Bezug auf die Authentifizierung und Identifizierung. Und es ist sicher auch das Thema, dass keine Akzeptanz der Partner, die man braucht, nämlich die Funktionäre der Hochschülerinnenschaft, dass die nicht vorhanden ist. Und aus diesem Grund ist es momentan auf Eis gelegt. Ist aber noch nicht offen oder nicht sicher, wie es weitergeht. Aber konnte die Wahlbeteiligung gesteigert werden durch E-Voting? Ja, ich persönlich denke, dass E-Voting für bestimmte Zielgruppen sinnvoll ist, aber nicht a priori ein Instrument ist, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Da braucht es andere Wege. Es braucht, die Politiker müssen mehr Vertrauen schaffen und die Politiker müssen zeigen, für was sie da sind und die Bürger müssen ihnen vertrauen. Das sind andere Themen. Auf Ihre Frage zurückkommen, nein, die Wahlbeteiligung ist sogar insgesamt gesunken. Also das E-Voting hat keinen Beitrag zur Erhöhung der Wahlbeteiligung geschaffen. Christian Henrich ist Kryptografe und beschäftigt sich in Karlsruhe mit Verschlüsselungsverfahren und IT-Sicherheit. Kann man die Sicherheitssysteme eines Spielautomaten mit denen der elektronischen Wahl vergleichen? Herkömmliche Wahlmaschinen sind tatsächlich ähnlich aufgebaut wie Spielautomaten. Das wurde eindrucksvoll demonstriert, als aus einer niederländischen Wahlmaschine ein Schachcomputer gebaut wurde. Ja, die sind ähnlich. Und glauben Sie, dass die Wahlbeteiligung also durch E-Voting gesteigert werden könnte? Ich glaube, dass E-Voting die Zukunft ist, dass irgendwann erwartet wird, dass es E-Voting geben wird. Ich glaube, das ist ein bisschen vereinfacht gesagt, wenn man sagt, E-Voting steigert die Wahlbereitschaft. Bei der Briefwahl haben wir festgestellt, durch die Einführung der Briefwahl ist die Wahlbeteiligung nicht unbedingt gestiegen, aber die Briefwahl erfreut sich hoher
Akzeptanz in Deutschland und hoher Beliebtheit in Deutschland. Und vielleicht hat es dem Trend, dass die Wahlbeteiligung insgesamt nach unten geht, entgegengewirkt. Ähnliches erhoffe ich mir ja von der von Internetwahlen. Und in wie vielen Jahren könnte nur mehr die elektronische Wahl stattfinden? Prognosen für die Zukunft sind immer ein schwieriges Thema. Ich glaube, dass es in wenigen Jahren der Fall sein könnte. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sich viele Leute dagegen sperren und dass es erst in 20, 30 oder noch mehr Jahren der Fall sein wird, dass flächendeckend Internetwahlen eingesetzt werden. Aber kann man eine Manipulation hundertprozentig ausschließen? Hundertprozentige Sicherheit gibt es nie. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir Manipulationsversuche so unwahrscheinlich machen können, dass wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen können, dass Wahlen manipuliert sind. Und wie könnte man kryptografisch verhindern, dass elektronische Wahlen manipuliert werden? Elektronische Präsenzwahlen sind inzwischen so weit, dass ich sagen würde, die sind manipulationssicher. Dabei bekommt der Wähler einen Beleg. Mit diesem Beleg kann er nachprüfen, dass seine Stimme gewählt wurde, dass seine Stimme gezählt wurde und dass das Gesamtergebnis am Ende korrekt ist. Die Schwierigkeit besteht eigentlich nur darin, den Beleg so zu gestalten, dass niemand außer dem Wähler selbst nachvollziehen kann, was der Wähler gewählt hat. Aber dafür gibt es mehrere elegante und schöne Lösungen. Für Internetwahlen ist das Ganze schon deutlich problematischer, weil ich auf einmal dem Computer vertrauen muss, an dem ich sitze, um meine Stimme übers Internet abzugeben. Und bis wir da eine gute Lösung haben, womit wir garantieren können, dass bestimmte Computer viren- und trojanerfrei sind, und das ist eine Wunschvorstellung, die wir alle haben, ich glaube, bis dahin wird es noch dauern, bis wir Internetwahlen auf dieser Stufe der Sicherheit haben. Nach dem lockeren Science Talk hat DJ Antonio Lampis für den richtigen Sound gesorgt.